So Leute, willkommen zurück zu Super Mario Maker 2. Jo. Erstmal sind wir ja, im letzten Part haben wir ein Dach fertiggestellt und das nächste angefangen. Ja, und das Geist aus der Hölle durchgangen. Und jetzt machen wir hier das weiter. War wirklich eine Erfahrung, die ich nicht nochmal machen möchte. Das ist eine Erfahrung, die keiner machen möchte, jemals. Aber gut. Ah, hier, guck mal, da ist der exzentrische Millionär schon wieder. Springen durch die Wolken. Könnte mich bitte jemand bespaßen, indem er diesen Kurs spielt? Das ist sehr einfach. Sammle einfach 40 Münzen und erreiche das Ziel. Ach ja, und der Boden ist, der Boden ist Sprungbrett, bouncy und wackelt und es sind Bullet Bills, die auf dich zufliegen und du bist dazu verdammt zu versagen. Ja, das macht auf jeden Fall Mut. Total. 40 Münzen müssen wir sammeln. Also wenn er so weitermacht, der exzentrische Millionär, dann ist er nicht mehr lang Millionär und es ist ein Time-Level, verdammt. Dann leg mal los. Ah. Okay, das ist doch nicht mehr so schlimm, glaube ich. Dreck. Okay. Hattest du es fast? Ich hatte es tatsächlich fast, aber der Level ist sehr kurz. Also in der Kürze liegt die Würze. Ja. So. Also so knapp bemessen ist die Zeit gar nicht. Ja. Du hast halt nur diesen einen Raum. Problem ist, du hast halt auch nur dieses eine Leben. Beziehungsweise diesen einen Pilz gehabt. Oh, Mann, ey. Ja, die Bullet Bills, die sind halt... Die geben es halt irgendwie noch... halt die Fresse, Luigi. Die geben dem Ganzen halt noch so ein bisschen die Krone, ne? Da kann ich Luigi aber auch verstehen. Luigi ist halt hier der Moneymaker, ne? Ah ja, stimmt. Luigi ist der, der die Kohle ranholt. Das ist richtig. Sozusagen der... Der Zuhälter von Mario. Du hast schon... Ja, ich will den 10er... Oder... Nee, komm, wir gehen kein Risiko ein. Dreck. Jetzt habe ich die extra Münzen nicht gekriegt. Egal. Ja, das ist halt so ein Level, da kann man halt mal reingehen, um Münzen zu farmen, ne? Also, ja. Besonders, wenn es halt darum geht, den Rückstand aufzuholen auf dich. Aber ja. Egal. So, bis da der Ostturm fertig ist, haben wir wahrscheinlich wieder genug Geld für den Hauptturm. 72%. Geht schnell voran. Was du auch mal gucken könntest, ist, ob unsere liebe Taube wieder was hat. Oh, stimmt. Sehr guter Punkt. Schauen wir mal. Na? Ach, dann müssen wir wieder aus der Kanone schießen. Den müssen wir wieder aus der Kanone schießen. So, ich sammle hier wieder ein paar Münzen auf. So. Aber wenn der weg ist, dann ist das eigentlich ein gutes Zeichen dafür, dass er wieder was Neues hat. So. Peng. Ach nee, da kommen nur noch Münzen raus. Warte, dann muss der aber jetzt bestimmt woanders sitzen. Guck mal, ob du ihn jetzt rechts rausschießt. Ja, wollte ich gerade sagen, wenn links Münzen rauskommen, dann liegt es ja eigentlich nahe, dass rechts jetzt der liebe Yamamura rauskommt. Also, schauen wir mal, ob da eine Taube... Also das ist mit also Kanonen auf Spatzen schießen, kenne ich, aber aus einer Kanone Spatzen rausschießen, das kenne ich nicht, also bisher. Ja, lieber eine Taube. Oh, hi, da ist er ja. Okay. Im Türmchen war er drin. So, ich nehme jetzt noch gerade die Münzen mit und dann... Hallo Yamamura, was hast du denn jetzt für uns? Kuh, wir treffen uns erneut. Kuh, ich habe einen weiteren Job für dich. Münzen sammeln auf einem unbemannten Luftschiff. Kuh. Lass uns deine Fähigkeiten testen. Sollen wir das? Mach deinen Weg durch die Bullet Bills durch und versuche 50 Münzen zu sammeln. Du kannst die Bullet Bills rausnehmen, du kannst die Bullet Bills unschädlich machen, indem du auf sie drauf springst, aber pass auf, wo du landest. Kuh, gut Glück. Let's go!
Ja, Münzen sammeln ist ja jetzt irgendwie dein Job. Ja. Ich glaube, das ist so der Hauptjob von jedem, der dieses Spiel spielt. Ja. Wohl wahr. Ja. Pilzchen. Uff. Bisher nicht so schlimm. Halt viele Bullet Bills, aber ich meine, das ist auch nichts anderes als also ein Standard 0815 Mario 3 Luftschiff. Ja, das stimmt. Im Gegenteil, in Mario Bros. 3 haben wir doch deutlich mehr unter den Bullet Bills gelandet. Haben wir in der Tat. Gerade so zum Ende hin. Ja, also in den Panzer-Levels, also oh mein Gott, also die Bullet Bills bei den Panzer-Levels, die waren echt die letzte Grütze. Erinnere mich bitte nicht dran. Also ich weiß nicht, du hast es halt ziemlich bravourös durchgeschafft durch die Dinger, muss man ganz ehrlich sagen. So, da warte ich, bis die Flammenwerfer erstmal Flammen werfen. So, gib mir noch einen Pilz bitte, dankeschön. Falsche Richtung, aber passt. So, was haben wir hier? Bullet Bills. Einen ganzen dicken Haufen Bullet Bills. Das erinnert mich jetzt so ein bisschen an Mario 3. Dreck! Oh Mann, ey, das gibt's nicht. So kurz davor. Oh. 9 Münzen hatten noch gefehlt. So, jetzt passt auf, wie ich in den nächsten 10 Versuchen nicht so weit komme wie jetzt im ersten. So macht es der Pasch. So, das bedeutet es, ein Pasch zu sein. Manchmal ist es ein Segen, aber eigentlich ist es viel öfter ein Fluch als ein Segen. Das war eine schöne Bullet-Bild-Treppe, die du da gemacht hast. Ja, finde ich auch. War völlig unabsichtlich, aber sah irgendwie dann doch ganz stylisch aus, muss ich ehrlich behaupten, von mir selbst. Musst du alle Münzen oder nur 50 sammeln? Weiß ich nicht. Ich habe gerade einen Lag, das ist nicht gut. Wo bin ich? Okay, da. Okay, puh. Ja, toll. Jetzt ist... Super. Weil einen hast du übersehen. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt gleich mit 49 Münzen da am Ende rumgammel. Das hoffe ich auch. Das wäre ziemlich bedauerlich. Ich glaube, es gibt mehr, aber... Wir werden es gleich herausfinden, glaube ich. 44? 47? 48? 49? Ja. Dann, wo war denn die Münze, die ich übersehen habe? Relativ offensichtlich. Du hast von 4 Münzen nur 3 gesammelt. Wo? Hier? Ja, links. Oh. Ja, da. Guck, da ist. Oh yeah. Aber ich muss sagen, du hast sehr souverän hin und wieder zurückgeschafft. Der Sprung in die Grütze direkt vor der Münze war etwas unnötig, aber ansonsten sehr, sehr schön. Meinst du? Ich fand, das war ein integraler Teil meines Spielplans hier. Oh. Es war wirklich interessant. Meinst du wirklich, das war unnötig? Also ich fand so, ohne das wäre das doch viel langweiliger geworden. Das war verflucht knapp. Oh Gott, ey. Da hat Mario schon der Schnauzer gebracht. Mann, ey, was müssen wir auch... Keine Münze vergessen. Was müssen wir auch exakt 50 Münzen hier reinmachen? Ich glaube, es geht los und hört direkt danach wieder auf. Wir hoffen, dass wir nicht mit 49 davor stehen. So. Geschafft. Schwere Geburt, aber geschafft. Sehr schwere Geburt. Deutlich schwerer, als es hätte sein müssen. Du hast ja absolut recht. So, danke Yamamura für dieses schöne Level. So, mehr hast du wahrscheinlich nicht für uns. Ja, hast du nicht. So, dann gehen wir wieder zurück ans Jobbrett. So.
Die Lava steigt, oder steigende Lava. Von Agent 1. Ja. Hast du von diesem verrückten, oder von diesem, vom neuesten Workout gehört? Es geht eigentlich nur darum, Herunterfall zu verhindern, dass man herunter in heiße, kochende Lava oder Magma fällt. Komm schon. Komm schon und fühle das Brennen. Das ist ein Workout, das ich persönlich auch jeden Tag nicht mache. Also ich weiß nicht, es ist, wenn man Motivation braucht für ein Workout, dann gibt es eigentlich kaum Besseres. Das stimmt, also ich werde es demnächst den Weight Watchers vorschlagen. Ja. Das muss man halt nur noch herausfinden, wo man auf die Schnelle einen brennenden Lavaturm herkriegt, aber ich meine, bei den ganzen Immobilien, die hier leer stehen in diesem Land. Ja, kann man bestimmt irgendwas machen. Sei froh, dass du jetzt nicht die beiden Münzen da oben rauchst. Ja. Bin ich sehr froh. So, also im Grunde ist das nichts anderes als ein Steige schneller hoch als die Lava-Level. Ja. Das fand ich schön. Boah, da kommen ja immer mehr. Das fand ich aber eine schöne Art, dass du da schwerere Sachen auf die andere Seite fallen lassen musst, um dir den Weg zu machen. Finde ich auch. Ist auf jeden Fall interessant. So viel muss man Nintendo lassen. Da hatte ich eben kurz Angst, dass du den Sprung nicht schaffst. Das hatte ich auch. Schön, dass wir unsere Ängste überwunden durften. Überwinden durften. So. Deutsche Sprach, schwere Sprachweise. So. Ja. So, nix wie nach oben. Ja, bevor sie dir die Fußsohlen neu lackieren. In schwarz? Vorerst. Durchaus schön, was du hier machst. Ich wollte gerade sagen, frag mich aber nicht, ob das absichtlich war. Nö. Diese Frage stelle ich mir nicht. Wow, okay. Hier geht's aber heiß her, du. In mehr als einer Art und Weise. Oh yeah. Halt die Fresse, Luigi. Nein! Luigi steht dann hinter dir. Na, fühlst du schon brennen? Feel the burn, ne? Sag's dir, Luigi, hauch dir so in den Nacken, fühlst du es schon brennen? Spürst du schon, Mr. Mario? Spürst du schon, Mr. Mario? Alter, man wird ja richtig durch die Gegend geschleudert von den Dingern. Ich bin nicht mal gesprungen gerade. Und jetzt darfst du den ersten Teil nochmal machen. Gut, der war jetzt nicht so schwer, aber pff. Das ist schon... Das ist jetzt mal was ganz anderes, also bitte, ey. Und tatsächlich ist Mr. Mario ja auch nicht verkehrt. Mario heißt ja tatsächlich Mario Mario. Echt? Ja, das wurde in diesem schrecklichen Real-Life-Film etabliert, aber Nintendo behandelt es als Kanon. Oh mein Gott. Man fragt sich, warum. Ja. Die sollten lieber die Eier haben wie Star Wars und sagen, alles, was nicht von Disney ist, ist ab jetzt nicht mehr Kanon. Das Extended Universe, ja, hin oder her, das ist alles Rotz, was da rauskam. Also ist es nicht mehr Kanon, Punkt. Ja. Wobei, das meiste war ja nicht mal Rotz. Also, egal, auf jeden Fall müsste Nintendo einfach sagen, alles, was nicht direkt von uns kommt und alles, was nicht mehr nicht Dreck ist, ist nicht mehr Kanon. Tatsächlich ist der Film auch kein Kanon, lediglich die Namen sind Kanon. Ach so. Das heißt Mario. Ich weiß nicht, heißt es hat Nintendo irgendwie gefallen und sie haben es... Mario, Mario, ja, ja. Und wie heißt und Luigi? Luigi Mario. Luigi Mario, ja. Yes, Luigi ist einfach gestraft im Leben. Ja. Luigi ist einfach gestraft. Weil, stell dir vor, du hast eh schon Minderwertigkeitsprobleme und dann gehst du zum Arzt und wirst mit Mr. Mario angesprochen. Ja, stell dir mal vor, du bist so in Therapie und sitzt da so auf der Couch und
Der Therapeut sagt, ja, Mr. Mario, wie ist denn so der Stand, wo hapert's? Und er meint, ja, ich stehe ständig im Schatten meines Bruders Mario. Ja. Aber Mr. Mario... Nee, das ist schon früher. Im Grunde sitzt er auf der Couch und der Therapeut fängt an und sagt, na, Mr. Mario, und dann kriegt er schon seine ersten Flashbacks. Ja. Na, Mr. Mario, sagen Sie diesen Namen nicht. Das ist aber schon doof. Für Mario ist das aber garantiert auch anstrengend. Oh ja, der arme Mario, der den ganzen Ruhm und die ganze Ehre. Ja, aber wenn er so ist, Mario. Und der Nachname? Mario. Sie heißen Mario, Mario. Jario. Wenn wir so anfangen, dann war Mario die Mutter von Mario. Nein, die Mutter von Mario ist Maria, das ist doch klar. Nee, weil Mario. Und der Vater ist Pari. Ja, Mamario und Papario. Oh, ist das ein Rotz, ey. Aber man kommt auf interessante Themen. Bitte was? Was war das denn? Ich glaube, du musst noch schneller sein. Also sorry, der Level ist echt Rotz, finde ich. Oh Mann, ey. Diesmal warst du aber schneller. Also der Level ist Dreck. Was würde jetzt nur Mario dazu sagen? Mein Herr Mario. Oh. Irgendein Mario wird schon irgendwas dazu sagen können. Ja, denke ich auch. Im Stammbaum gibt es bestimmt genug. Ja, und was ist, wenn jetzt Mario und Peach heiraten? Heißt die dann halt auch Peach Mario? Oder ja, Prinzessin? Nein, die heißt dann nach Prinzessin Mario, weil die heißt ja jetzt gerade Toadstool mit Nachnamen. Ja. Peach ist ja ihr Vorname. Ja. Und das heißt, wenn die Prinzessin wird und sie nach dem Nachnamen benannt wird, wie das ja bei Prinzessinnen manchmal so ist. Und die Prinzessinnen werden ja eigentlich meistens nach dem Vornamen benannt. Ja, das ist dann gut für sie, sonst wäre sie halt wirklich Prinzessin Mario. Ja, aber irgendwann wird sie wahrscheinlich Königin Mario sein. König und Königin Mario. Also. Das ist nicht deren Ernst. Das ist echt Rotz. Das ist nicht deren Ernst. Das ist doch nicht deren Ernst. Oh, aber ich glaube, schlimmer wird es für Daisy, wenn sie Luigi heiratet. Weil auch wenn sie Luigi heiratet, heißt sie dann Daisy Mario. Daisy Mario, Peach Mario. Aber was ich mich frage, wo ich nicht weiß, ob das Kanon, ob Wario auch mit Nachnamen Wario heißt. Alter, das ist doch scheiße. Also das ist du schlägst Dreck. Dich aber verflucht gut. Das ist Dreck. Also der Level ist richtig Dreck. Das ist einfach Rotz. Aber es ist sehr interessant, dir dabei zuzusehen. Dankeschön. Du darfst das auch noch machen. Denk dran. Ich weiß. Aber heute drücke ich mich noch davor. Wow. Ho, ho, ho. Boah, nein, das gibt's doch nicht, ey! Das ist doch der Scheiße! Dieser Level ist der letzte Dreck! Das ist der letzte Dreck, ey! Der letzte Dreck ist dieser Level! Ich hab meine Nachbarn angeschrien. Deine Nachbarn haben dich angeschrien? Nein, ich hab meine Nachbarn angeschrien. Ach so. Ich habe ein paar neue Nachbarn, die fühlen sich jetzt bestimmt nicht so toll. Ey, das ist doch... Die fragen sich jetzt auch, in was für eine Nachbarschaft bin ich hier gezogen? Was ist das denn für ein Level, ey? Das ist ja der letzte Scheiß. Du hattest es doch.
Das ist doch der letzte Scheiß. Das gibt's doch nicht, ey. Alter. Also dieser Level ist, das ist mit Abstand der schlechteste bisher im gesamten Spiel. Exzentrischer Millionär, ey. Ich sag's dir, das ist so einer, der auch auf Menschen schießen würde. Natürlich. Wurde eigentlich mittlerweile geklärt, ob Mario ein Mensch ist? Ich weiß es nicht. Weil in Mario Odyssey ist es ja schon irgendwie ein bisschen seltsam, sobald man dann in die Stadt kommt. Ja, und da sind lauter Menschen. Ja, normale Menschen. Das ist die Sache. Und dann kommt da so ein Zwerg? Ich weiß nicht. Ist er Zwerg? Ich hab keine Ahnung. Ist Mario, leidet der einfach unter Kleinwüchsigkeit? Und Pilze sind das Heilmittel dagegen oder so? Keine Ahnung. Ja, offenbar hat Mario da irgendwas. Ja, muss irgendwas Homöopathisches sein. Ja, von Homöopathie halte ich nicht so viel. Ja, wer hält schon von Homöopathie? Boah, es ist mir egal, ob der Part jetzt 15 Minuten dauert. Ich will diesen dummen Level jetzt schaffen, bevor ich ins Bett gehe. Oh, das ist doch... Ich meine, so schlimm ist es bisher noch nicht. Wir sind gerade bei 21 Minuten, aber Sattel... schnallt euch mal in den Sattel rein. Vor allen Dingen, man muss dazu sagen, Pasch hat vor der Aufnahme noch gemeint, wollen wir die Session nicht noch um einen Part verlängern. Hätte ich... Was ein großer, fataler Fehler. Also das sieht man mal wieder. Die kleinen Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Ja, zum Beispiel Gier. Ja. So, und hier... Ach, kann ich gar nicht. Ja komm, dann gebe ich auf. Als ob ich jetzt mit einem Level da in diesen dummen zweiten Bereich reinkomme. Also rein bestimmt. Ja, also... Mamma mia. Mamma mia. Ja, die Fresse, ey. Mamma mia, Mamma Mario, ey. So. Einmal mit 5 frischen Leben. Frisch. In die Fritteuse. Ja, Fritteuse ist richtig. Es ist wirklich, im Prinzip ist es eine Fritteuse, wo du dich gerade befindest. Ich möchte ja wirklich nicht lachen, aber... Alles gut. Weißt du, ich habe wirklich gerade... Ich bin am überlegen, wie ich dies abnennen soll. Das war mir schon klar. Ganz ehrlich, ich habe auch gerade dran gedacht. Nenn ihn einfach Fritteuse. Oder Mario. Ja, ich hab schon überlegt, Mario und Pario oder Fritteuse. Mr. Mario und der Fritteuse, das ist der Name dieses Parts. Ich hoffe, ich erinnere mich noch dran. So, jetzt zu dem Teil, diesen Level einfach so komplett zerstört. Weißt du, bis dahin bin ich ja an Bord. Ja. Guter Level, renne vor der Lava weg, Level kennt man, aber ist ziemlich kompetent gemacht. Und dann kommt der Teil. Und dann ist das Einzige, was kompetent gemacht ist, mein Messer, das ich benutze, um den Typen zu killen, der diesen Level gemacht hat. Oh. Ah, dieser Level. Der ist, naja. Ja, scheiße ist der. Komm, man muss die Sachen einfach beim Namen nennen. Dieser Level ist scheiße. Scheiße ist der Level. Sprich mir nach. Was ist dieser Level? Extrem unterhaltsam für die Zuschauer. Das ist dieser Level.
Das eine hat oft was mit dem anderen zu tun. So ungern ich das auch sage. So, und jetzt springe ich nicht über die verdammte Axt. Verdammte Axt. So, geschafft, ey. Mann. Gott, ey. So ein Dreck. So ein Scheißdreck. Boah. Okay. So. Es ist vorbei. Es ist vorbei. So, Ostturm ist fertig. Es ist gut. Es gefällt mir. Es ist schön. Wir fangen jetzt den Bau des Hauptturms an und dann... Können wir uns denn überhaupt leisten? Hat er nicht irgendwie 1400 gekostet? Ich glaube, das war 1100, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Kukschi. Nee, 1300 kostet er. In der Mitte. Ja. Nun gut. Und jetzt gehe ich meine Lebensentscheidungen in Frage stellen. Also besonders, was das Fortsetzen dieser Session angeht. Weil das bereue ich jetzt zutiefst. Ja, aber du hast es immerhin geschafft. Denk dran, ich muss das noch nachspielen. Viel Spaß dabei. Nimm's auf, ganz ehrlich, nimm's auf und tacker es hinten dran. An den Part. Als wäre der nicht lang genug. Also das ist 25 Minuten, also so schlimm ist es gar nicht. Die Sache ist, wir haben in 25 Minuten zwei Level gestartet. Ja, wenn ich dann noch 25 Minuten da dranhänge. Ja, okay, das stimmt. Okay, dann vielleicht als Sonntags-Special. Wolf spielt diesen Scheiß-Level. Oh. Mal gucken, vielleicht nehme ich es auf. Ja. Na gut, dann. Das war Part, was weiß ich, wie viel 30 Mr. Mario und der Fritteuse. Ich habe das extra am Ende nochmal gesagt. Und dann sehen wir uns nächstes Mal mit einem hoffentlich weniger beschissenen Level. Bis dann, tschüss. Tschüss.